Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Diablo 3. Ich bin auf der Suche nach der Krone, nach der zerbrochenen Krone. Auf dem Friedhof der Verlassenen. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier die richtige Tomb finde. Es ruckelt irgendwie immer noch sehr stark. Das ärgert mich. Ich bin das nicht gewohnt. Dass das so ruckelt. Ja, ich bin immer noch in Schwierigkeitsgrad schwerer, kann man ja schon sehen. Ich spiele immer noch auf schwer, logischerweise. Warum soll ich es auch geändert haben? Und, hallo? In der Hoffnung, dass ich jetzt hier die Krone finde, die ich hier in der letzten Folge... Hallo? In der letzten Folge verpasst habe. Ich habe ja, ich glaube, eine Krypta habe ich in der letzten Folge auch gemacht. Aber da war natürlich nichts. So wie ich das gehört. War da nichts. Diesmal wird es besser. Ich hab das im Gefühl. Hab das im Gespür. Hab das in... Ich sag das Wort jetzt nicht. Das, was alle anderen sonst sagen. Schwupp, schwupp, schwupp. Was geht schon wieder los? Ich guck schon wieder nicht. Ich habe wieder irgendwas gefunden. Das ist nicht zu glauben. Also selbst wenn ich mein Inventar aufmache, ruckelt's. Irgendwas ist da nicht normal. Vielleicht kackt mein Rechner langsam ab. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Würde gut passen, weil der von meiner Frau, der hat sich auch vor 2 Wochen verabschiedet. Und wir haben immer noch absolut keine Ahnung, woran es liegt. Es ist mittlerweile alles ist ausgetauscht worden. Bis auf das Gehäuse. Wir warten jetzt noch auf das Gehäuse. Das müsste jetzt in 1-2 Tagen kommen, hoffe ich. In der Hoffnung, dass es daran irgendwie liegt. Ansonsten weiß ich nicht, mir bleibt nicht mehr viel übrig. Außer Treiber oder irgendwas. Ich benötige mehr Zorn. Aber der kackt selbst ab, wenn gar keine oder kaum Treiber installiert sind. Oh, jetzt wird es aber langsam... Etwas kritisch. Hier, guck mal, da kann ich mal... Nein, da kann ich nicht. Doch, ich kann. Meine Stärke kehrt zurück. Ich kann sterben. Ja, das kriege ich hin. Nicht genug Zorn. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich nicht sterben. In Diablo 3. Ich bin eher ernsthaft oder erstaunlicherweise sehr wenig... bisher überhaupt gestorben. Ich glaube, das war eine neue Waffe. Ich sollte mich vielleicht ab und zu mal so ein bisschen orientieren hier an meinem... Ach so. Machen wir mal so. Nee, machen wir mal so. Was haben wir hier noch? Oh, ist doch schön. Drei Leben pro Sekunde. Brauchen wir nicht. Hier wieder Erfahrung. Ah, hier geht es ein bisschen höher. Wie schon gesagt, so am Anfang so die ersten, weiß ich nicht, solange ich es mir leisten kann, vom Gefühl her, gucke ich, dass, wenn es möglich ist, dass meine, dass mir meine Items, die ich anziehe, hier getötete Gegner erwerben plus 1 Erfahrung. Solange ich da die Möglichkeit habe und nicht auf zu viel andere Sachen verzichten muss, dann gucke ich, dass ich noch zusätzlich ein bisschen Erfahrung kriege. Ich gucke auch, wenn ich sobald ich einen gesockelten Helm finde und die entsprechenden Steine, also Rubine, gefunden habe, dass ich mir auch einen gesockelten Helm mit einem Rubin da reinpacke, dass ich ordentlich Erfahrung bekomme. Ja, das war's dann jetzt. Falsche Richtung. Da war er wieder in die falsche Richtung, Mario. Achso, ich habe das Cube World Let's Play ist ja nie online gegangen. Ihr kennt den falsche Richtung Mario ja gar nicht. Schade. Bei Cube World habe ich nämlich irgendwie, ich schaff's irgendwie immer wieder da in die falsche Richtung zu laufen. Weil es gibt da ja keine Minimap in dem Sinne, so wie hier zum Beispiel, dass man immer mal gucken kann, in was für eine Richtung man gerade läuft oder ein Kompass oder sowas. Sondern man muss immer die große Karte aufmachen.
Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Und deswegen bin ich da meist in die falsche Richtung unterwegs. Ich habe zwar die guten Vorsätze, geradeaus zu laufen, aber irgendwas irritiert mich, irgendwas bringt mich aus dem Konzept und ich bin dann im Endeffekt irgendwo, wo ich nicht hin wollte. In der falschen Richtung. Daher der falsche Richtung, Mario. Aber der ist ja hier relativ schwer zu realisieren. Ich meine, es geht natürlich, ich kann mal kurzzeitig in die falsche Richtung laufen, aber so alles in allem, denke ich, ist es hier deutlich schwerer, in die falsche Richtung zu laufen. Man hat hier eine Minimap, die einem angezeigt wird, schön oben. Von daher funktioniert das mit der Orientierung ganz gut. Sag mal, das ist ganz schön hartnäckig, der Kerl hier. Gepriesen sei Acker. Yes! Mein Level Boom, mein Level Burst hat alle getötet. Naja, fast alle. Diese komischen Schnorchelviecher da. Na. Oh. Ich kann jetzt inbrünstig irgendwas anderes machen. Oder irgendwas machen. Oh, ich bin richtig. Cool. Na? Die Krone ist nah. Ja, hab ich eben schon gesagt. Ich weiß das schon. Ja, leider kann man die blöden Sprüche, die der Kreuzritter bzw. der Protagonist an sich die ganze Zeit von sich gibt, die kann man leider nicht abstellen. Hier, Blizzard, falls ihr mich hört, macht bitte eine... Gebt den Spieler bitte die Möglichkeit, in den Optionen diese Sprüche abzustellen. Das nervt. Das nervt mein wirklich. Zorn reicht dafür nicht aus. Ach, babbel doch kein Käse. Dann warten wir halt mal einen kleinen Moment. Und dann geht das auch mit dem Zorn wieder. Hey, ich wollte sowieso zu dir. Zurück. Ich wollte ja sowieso mal zu dir dahin. So, jetzt Last Man Standing hier. Ich benötige mehr Zorn. Last ich Man Standing! Last Man Standing! Ah! Geht doch. Der Kacke, wenn ich jetzt hops gegangen wäre. Egal. Hat funktioniert. Werde ich eigentlich oben in der Stadt auch irgendwo geheilt? Weil theoretisch gefällt mir das nämlich jetzt gar nicht, hier so mit nicht mal halbem Leben durch die Gegend zu laufen. Zumal mich hier jetzt Gegner erwarten. Gleich kommt der Kanzler, der mich davon abhalten möchte. Okay, ich muss dann jetzt, glaube ich, doch mal. Das muss ich ja doch wirklich heile machen. Ich mach das so ungern. Dafür nicht aus. Ja, ich muss mal. Muss das anders angehen. Sonst wird das nie was. Wenn mir der Typ da ständig seine Jungs vor die Füße kotzt, weiterhin dann. Ach so, ihr seid doch zu zweit. Ich hab doch eben schon gedacht, es waren doch eben noch zwei. Wo ist denn der andere hin? Ich hab mich aber nicht getraut, es zu sagen, weil wenn da kein Zweiter gewesen wäre, dann heißt es wieder, Drogen? Oder was? Nicht genug Zorn. Sieht der da schon zwei? Er sieht zwei, wo einer ist. Das ist nicht gut. Das ist Beschiss. Ja, dann gucke ich mal hier, was ich hier so schönes Neues habe. Oh, ich kann. Ich nehme natürlich himmlische Stärke, ganz klar. Ich kann Zweihandwaffen ab jetzt in meiner Hand. Ist doch das, oder? Halt. Ich kann doch auch so gucken. Ja, damit kann ich eine Zweihandwaffe nehmen. Mein verursachter Schaden wird dadurch zwar um 20% reduziert, aber in der Regel haben Zweihandwaffen deutlich mehr. Die machen deutlich mehr Schaden als eine Einhandwaffe. Also... Oder sie machen deutlich mehr als 20% mehr Schaden als eine Einhandwaffe und nein, deswegen... ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Das hast du nicht, das liegt nicht in deinem Einflussbereich. Hallo? Ja, ich muss zorniger werden. Ich bin so ein ausgeglichener...
ausgeglichener Kerl. Täglich 10 Minuten Meditation und eine halbe Stunde Yoga. Ich bin überlastet. Ach, jetzt bist du überlastet. Eben gerade warst du noch ausgeglichen und schon bist du überlastet. Husch. So. Das Krönchen. Nun kann ich endlich auch mit dem TP nach Hause gehen. Ich gehe in die Stadt zurück. Jawohl, das tue ich. Beziehungsweise tut es mein Protagonist, weil ich drauf geklickt habe. Nee, ich habe mit dem Finger drauf gedrückt und zwar auf T. T. Wie Town Portal. Achso, ich wollte ja nicht mit den Leuten. Das mache ich mit einem anderen Charakter. Die Krone gefunden. Achso, das wollte ich auch alles abbrechen. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Ich habe geschuftet. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug. Ja, jetzt. Bubble hat keinen Käse. So, machen wir erstmal. Sorgen wir erstmal. Oh, das ist auch nicht schlecht. So. Sorgen wir erstmal dafür. Ey, ach, das geht erst ab einem gewissen Level, oder was? Ab einem gewissen. Und geht's jetzt? Nee, immer noch nicht. Wieso kann ich das hier nicht auswählen? Wieso kann ich das hier nicht auswählen? Na, ich würde gerne alle weißen und alle blauen Gegenstände zum Beispiel hier verhuschen können jetzt. Ich kann nicht mehr tragen. Eieiei. Immer noch nicht. Achso, sind das vielleicht meine Grundausrüstungsgegenstände, dass ich die nicht verzaubern kann, sondern nur verkaufen kann. Den hab ich übersehen. Gibt's ja eigentlich. Ah, wollte gerade sagen, gibt's ja eigentlich keinen, der mich heilen kann? Ich habe es mir. So, was haben wir jetzt hier für einen tollen Gürtel gekriegt? Was haben wir jetzt hier für einen tollen Gürtel gekriegt? Naja. Ach, lassen wir es jetzt erstmal so. Nehmen wir den Gürtel mit. Ach, jetzt habe ich hier schon. Ach so. Man muss gar nicht mehr einzelne, die jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Fächer dazu kaufen. Sondern man kann direkt hier dann das nächste Lagerfach schon kaufen. Bin ja mal gespannt, wie weit es jetzt geht. Kann ich immer noch. Ja. Ich kann immer noch da andere Symbole für hernehmen. So wie ich das gerne hätte, das mache ich dann später. Dann mache ich mir hier zum Beispiel nur alles rein, in eins rein, hier nur die Edelsteine und in eins nur meine Schmiedematerialien oder sonst irgendwas. So zum Beispiel. Aber in der Regel habe ich schon im ersten Ding habe ich sowieso meine Steine eigentlich. Dann mache ich das auch gleich so. So, wurscht jetzt, husch. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ah, jetzt steht die Kiste da. Boah, da war ja echt. Wow, kam ja doch noch was raus. Wieso schlägst du nicht? Achso, weil ich den falschen Knopf drücke. Ich bin mit meiner Hand komplett eine Reihe nach oben gerutscht mit meiner linken Hand. Und hätte jetzt, wenn ich in den Kampf gekommen wäre, hätte ich jetzt keine Ahnung was gemacht. Ich hätte Q und W gedrückt, das heißt schwer. Ich hätte einen Trank getrunken oder ich hätte mich geheilt und hätte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was W ist. Ich weiß nicht, was W ist, aber es ist auf jeden Fall nicht meine Provokation. Ich kann ja mal gucken, was ist ein W? Gar nichts, passiert nichts. Sagt ja nichts zu W. Komm. Oh, na klasse. Ich bin nicht mal richtig angekommen. Guter Kampf. Na, ich weiß nicht. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ja. Ich mag das nicht, wenn die mich jetzt hier schon. Wenn die kommen direkt schon am Anfang. Und drängen mich dann zum Eingang zurück. Und ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht. Oh. Ich kann mich nicht wehren anständig. Ich kann mich ja nicht zurückziehen hier.
Ich benötige mehr Zorn. Ja, das sagst du jetzt und dann erzählst du mir gleich, wie du wärst überlastet. Du unausgeglichene... Oh, Schande, jetzt kommt da noch so ein dämlicher Scheiß-Beschwörungstyp. Ja, sorry, ich brauch die... Ich bin geheilt. Ich brauch die Kugel und ihr Kind. Was die Scheiße hier, aber da ist ja noch so einer. Oh, fuck. Ach, jetzt kommt da auch noch so einer. Okay, ich konnte mich nochmal heilen. Nee, da stelle ich mich lieber nicht hin. Da stelle ich mich lieber nicht hin jetzt. Nein, nicht den. Oh, du bist doch ein Idiot. Da hat es sich genau vorgedrängt. Meine Kraft verlässt mich. So, jetzt ist wenigstens mal einer von diesen scheiß Beschwörern weg. Wo ist der andere? Da ist der andere. Jetzt muss ich mich doch tatsächlich erst hier um solche Sklaven kümmern. Das gibt's ja gar nicht. Und ich lasse mich schon wieder irgendwo hintreiben von den Jungs und Mädels. Ja, so langsam fängt es an, eng zu werden, was den höheren Schwierigkeitsgrad angeht. Ja. Wo kommt ihr eigentlich alle her da unten auf einmal? Sag mal. Oh. Jetzt ist klar geworden. Jetzt ist klar geworden, wo ihr alle herkommt. Schwupp, schwupp. Schwupp. Ich bin geheilt. Aber gerade so noch. Da war schon wieder schwer rot. Oh, halt's Maul. Okay, das war angenehm eben. Wenigstens mal ein bisschen was zu tun gehabt. Nicht immer nur so eine Kinderkacke. Hm, Goldexplosion. Ich hab da eben noch jemand röcheln. Oh nein. Ich mag diese komischen, was ist das hier? Keine Ahnung, Geheimgang oder irgend sowas. Wo dann diese scheiß Beschwörer rauspuffen. Oh ja, geil. Klar, warum auch nicht? Wie, was lachst du denn da so blöd? Als ob du irgendwas erreicht hättest, eben, du Idiot. Du hast überhaupt nichts gemacht. Lacht er. Nicht genug Zorn. Na und? Ist egal, hau trotzdem drauf. Du musst nicht zornig sein. Da ist auch schon wieder so ein scheiß Beschwörer mit dabei. Ja. Komm mal her. Boah, was fühlt sich denn mein Zorn so langsam auf? Ah. Haben wir ja dann doch nochmal was erreicht. Hallo? Ich kriege aber auch keinen... Da ist so eine Kugel jetzt gewesen. Ja, weil es der letzte war. Oder weil es überhaupt ein Champion war. Eine Elite... Gegner, den ich umgekloppt habe. Okay, es wird dann jetzt doch langsam wirklich anspruchsvoll. Finde ich ja gut, habe ich ja nichts dagegen. Ich bräuchte jetzt aber dann wenigstens mal langsam, den kriege ich ja dann auch bald, meinen Freund, den anderen Kreuzritter. Beziehungsweise den... Was ist er denn überhaupt? Er ist kein Kreuzritter in dem Sinne. Er ist ein... Ich weiß es gerade nicht. Nein, einen von den drei Helfern, die man haben kann. Es gibt ja die Zauberin, es gibt diesen... Schuft, Schurke. Oder was er da ist, der Schütze, der Bogenschütze oder Armbrustschütze. Und es gibt den... Wie auch immer. Ich komm nicht drauf.
Ist ja auch interessant. Ich habe quasi so jede Runde habe ich ein Wort, auf das ich gerade nicht komme. Ist doch kein Kreuzritter. Nein, doch. Doch. Mit 5 F am besten. Okay, dann geht's halt hier weiter. Na gut, nicht hier, aber da lang geht's weiter. Aber da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Komm, komm, so. Ah. Da geht's auch nicht weiter. Ja, ab und zu... Ich weiß, meistens geht's hier nicht weiter, aber ab und zu geht's dann hier lang weiter. Da ist dann ein Gang. Hier jetzt natürlich nicht. Klar. Aber das müssen wir mal merken. So auf einem Schwierigkeitsgrad höher, zumindest was das Einsteigen angeht. Also, dass ich meine Heiltränke trinken muss, das habe ich ja schon, das hatte ich ja schon ewig nicht mehr. Dass ich die wirklich nutzen muss, die Möglichkeit Q zu drücken. Das ist schon lange her. Oder zumindest in höheren Schwierigkeitsgraden, also zumindest in so niedrigen Schwierigkeitsgraden. In höheren Schwierigkeitsgraden habe ich ab und zu, also ich weiß nicht, in der letzten Season habe ich mit meinem Kreuzritter, ich glaube, zweimal. Der hat ja zwei Notbremsen. Der Kreuzritter einmal in Akkaraths Champion. Mit der Rune, ich weiß gar nicht, Infinity oder so. Ich müsste mal gucken. Uch, da steht ja noch was. Ich müsste mal gucken. Und er hat noch eine passive Fertigkeit, die mir auch das Leben rettet. Falls ich denn hops gehen würde, eigentlich, dann wird quasi mein Leben geheilt oder ich werde gegen Schaden immun oder sonst irgendwie sowas. Oder beides, glaube ich sogar. Oh, gleich zwei. Oh, na toll, jetzt ist da unten auch noch so ein... Fuck, den kriege ich doch nicht mehr. Wenn der mich entdeckt hat dann und anfängt zu flüchten. Meine Wunden heilen. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Na, noch taucht er wenigstens auf der Karte auf. So, ich heile mich jetzt mal vorsichtshalber. Das ist halt immer dann das Problem. Das dauert jetzt noch, hat eine Ablenkzeit von 30 Sekunden, bis ich mich wieder heilen kann. Sprich, wenn ich jetzt wirklich weiterlaufen würde, um zu kämpfen. Sorry, ich muss mir gerade mal das Handgelenk oder die Hand bis zum Handgelenk in die Nase stecken. Deswegen klang ich vielleicht eben mal ganz kurz etwas seltsam. Also noch seltsamer als sonst. Ja, Hauptsache... Oh, Hauptsache ist kein Champion hier unten mit dabei oder ein Boss oder eine sonstige Elite. Oh, nicht so viele. Stopp, du bleibst hier. Na toll, jetzt habe ich schon Schwierigkeiten... Schatzgoblin. Oh, den nächsten noch gerade noch dazu geholt. Schwierigkeiten, einen Schatzgoblin um die Ecke zu bringen, oder was? Hey, bleib stehen! Nicht da lang flüchten. Doch, da lang kannst du flüchten, da war ich schon. Das juckt mich nicht. Ich kann das bloß nicht leiden, wenn er dann in Ecken flüchtet, in denen ich noch nicht gewesen bin. Und mich da so quasi in Monsterhorden reinlurt. Und damit kann ich gar nichts anfangen. Aber ich bin ja mal so, ne? So frei und kümmere mich jetzt auch dann doch noch hier um die Jungs. Wenn ich schon auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele, dann muss ich auch gucken, dass ich die Erfahrung, die erhöhte Erfahrung auch ausnutze. Oder die höheren Erfahrungswerte, Punkte, die ich kriegen kann oder kriege, bekomme. Muss ich dann natürlich auch ausnutzen. Ganz klar. Von daher... muss ich jetzt nochmal kurz da runter. Ah, schön. Ja, die verdoppeln mir ja, soweit ich das... wenn ich das richtig verstanden habe, verdoppeln mir diese... Reflexionsdinger... Also von hier bis hier... Solange wirkt der quasi, ja genau, Erfahrungsbonus um 25% erhöht. Das heißt, ich bekomme 25% mehr Erfahrung, bis ich mit meinem Erfahrungsbalken diesen vorgegebenen Punkt da erreicht habe.
Also die Jungs hier sind ja echt... Ich benötige mehr Zorn. Die sind ja echt hart hier. Ach, wo war ich denn schon wieder mit meinen Fingern? Wo war ich denn hier schon wieder mit meinen Fingern? Gehe ich da hoch? Da oben ist eine Erfahrung. Oh, hier unten sind nur wieder diese... Oh, doch nicht. Hier. Leck? Leck nicht gut. Leck nicht gut. Ah, hier geht's weiter. Ich sehe schon. Das müsste man mir ja eigentlich auch schon vorher auf der Karte angezeigt haben. Ich habe es nur wieder nicht gesehen. Das ist echt schwierig hier. Heißt ja auch schwer. So oft musste ich mich ja noch nie heilen. Nicht mal, als ich angefangen habe, Diablo 3 zu zocken. Nicht einmal, als ich angefangen habe. Dann würde ich sagen, lass mich doch jetzt nochmal schnell heilen. Zurück. Bevor ich... Heilen und segnen. Oh, Zeit ist rum. Dann würde ich sagen, nutze ich die Möglichkeit auch gleich, mich von euch zu verabschieden. Falls es euch also Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Comments. Oder abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao.